Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit mir, dem Hamsen und dem Wolf Ziller. Hallöchen! Ja, es hat sich immer noch nichts an der Situation geändert, dass ich in einem Loch gefangen bin. Ja, so ein Loch ist hart eigentlich. Ich voller Elan gegraben habe. Ich probiere jetzt einfach mal alles, was ich hier so rundherum an Dings gesetzt habe, wollte ich schon sagen, wie heißt denn? Leitern wegzumachen, ja. Kannst du mir eventuell mal ein bisschen Stoff runterschmeißen oder ein paar Grasbüschel? Stoff und Gras? Brauchst du das wirklich? Ja. Wir haben ein paar Fackeln machen. Ob ich ein bisschen Stoff habe, Grasbüschel. Können das auch, kann unverarbeitetes Gras sein? Ja, kein Problem. Wo ist denn Stoff? Ah, auf Anhieb gefunden. Ja, mal gucken, ob ich, kann ich dir das überhaupt runterwerfen? Normal schon, ja. Ich glaube, es geht gerade. Soll ich es runterwerfen? Warte mal, vielleicht brauchst du gar nicht. Wahnsinn. Du hast jetzt da keine... Also wenn ich dir jetzt reinfalle, bin ich tot, ne? Ja. Oh, danke für den Tipp. Warte mal lieber noch. Ich kenne das Loch auch von irgendwoher. Moment, von Star Wars. Da ist doch der Boba Fett reingefallen, oder? Im dritten Teil. Ja, also ein ähnliches noch habe ich ja auch erschaffen. Außer, dass hier noch kein Ameisenbärenviech drin ist. Ich glaube aber, dein Loch ist noch echt noch furchterregender. Eieieiei, das ist eine harte Geschichte, ey. Was mache ich denn jetzt hier noch? So. Ich brauche Holz. Also nächstes Mal werde ich nicht in das Loch so weit, so tief graben. Und jetzt kann ich euch schon mal sagen. Ach was. Ist hier los? Geht alles. Hat. Ja, hat's. Okay. Tada! Tagesruhig. Wow. Ja, Wolf. Ich glaube, in diesem Loch da unten. Ja, ist nichts. Da ist nichts drin. Habe ich die ganz starke Befürchtung. Ja, ich würde ja sagen, wir machen das trotzdem erstmal so probetechnisch, buddeln wir uns mal in alle vier Richtungen, oder? Wenigstens ein paar Felder. So können wir das auf jeden Fall. So, man kann jetzt hier eigentlich nicht drinnen abstürzen. Ah, siehst du, jetzt wollte ich eigentlich das Fackelzeug mitnehmen. Oh, ich sehe gerade, ich habe über 120 Woodlocks, das ist gut. Da können wir mal was mitbauen. Obwohl für die richtigen Spikes, für diese breiteren, braucht man auch Woodlocks an sich, ne? Die nicht weiterverarbeiten, ja, ne? Ja, gut. Auf jeden Fall. Gut. 6. Ich verbrate noch meine ganzen Federn. Aber ich habe wirklich ein Problem. Und zwar, ich möchte ungern mit der Pistole arbeiten. Mir ist die Armbrust echt lieber. Das Problem ist, ich habe keine Federn mehr. Ich habe aber glaube ich auch keine Federn mehr. Nee, ich habe alles verarbeitet. Ich habe aber auch 96 Pfeile erstmal. Ja, da wollte ich noch welche wegschmeißen. Völlige Dunkelheit, Orientierungslosigkeit. Ja, ich habe oben auf jeden Fall Fackeln reingesetzt. Wir sollten mehr mit Fackeln arbeiten. Ah, ich arbeite mit meinen Reaver-Frames, wollte ich schon sagen, mit meinen Leitern. Die machen ja auch so ein schönes Licht da, wo man sie setzt. Rotting Flash, weg damit. Was brauchen wir das? Yeah, es ist schon ein gruseliges Loch geworden. Gut, hier ist es zugemacht, hier ist noch ein bisschen was für Kisten, ist hier noch Platz, das ist gut. Ja, diese Nische, ne? Ja, das ist total toll. Die gefällt mir sehr. Ja, an mir ist ein Innenarchitekt verloren gegangen, auf jeden Fall. So, 35 mal Concrete. Ist jetzt nicht die Welt. Aber immerhin. Also Leitern habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch genügend.
Asphalt haben wir hier auch noch. Ja, genau, ja. Der war ja auch nicht gerade instabil. Nee, da hast du wohl recht. So, ich habe meine Tasche einigermaßen aufgeräumt. Wir brauchen echt noch Gravel und ja, den ganzen Zement-Scheiß. Clay sogar gefunden da unten drin scheinbar. Clay doch. Naja. Ja. Clay war wohl das, was es da gab, ja. Gut. Hast du noch Federn? Nein, keine einzige. Keine einzige. Ja, dann müssen wir echt auf. Wow. Dann müssen wir auf Munition umschwenken. Was brauchen wir nochmal für 9mm? Tipps? Hier, ich habe gerade hier diese Bullet Casings gemacht. Ja. Nochmal, natürlich nochmal hier zu denen hier. So, dann ist hier erstmal wieder für 240 Munition genügend drin. Hier irgendwo war auch noch Munition, oder hast du die eigentlich genommen? Das war glaube ich eh noch deine Munition, die hier nämlich drin war. Die 9mm Munition habe ich reingepackt. Achso, okay, hier schon, hat 200 Schuss davon schon. Ja, das ist eine gute Sache. So. Ja, ich würd dir die, das Munition machen überlassen, weil das habe ich nicht so drauf. Ich guck mal, dass wir Zement und so bekommen. Und Wolf, du musst das machen. Warum? Weil ich nicht dieses Buch gelernt habe. Ich habe nicht Reloading Weekly gelesen. Ja, dann sag mir nochmal, was ich machen soll. Du sollst hier die drei schönen Sachen aus der Ecke, die Truhe hier. Ja. Hier unten links in der Ecke sind, nehmen und das bitte verarbeiten zusammen. Die drei gehören zusammen. Ja. Dann mache ich das wohl. Pass auf, du stellst mir die ganze Kacke her und ich mach das dann. So hab ich mir das gedacht, ja. Siehst du mal. So, wo kommt was hin? Oben Tipp. Und Mitte. Mit Powder? Ja, ich hab's. Genau. Yes, 2 Minuten. Dann nehme ich mir wohl doch wieder meine Pistole, aber nehme ich die bessere. Obwohl wir haben ja Shotguns, aber wir haben noch nicht Shotgun-Shells, ne? Ja, Shotgun-Shells, das war ja das Problem, dass sie so wenig bringen. Weißt du, da muss man immer übelst viel Blei für verballern. Von demselben, was ich benutze, um irgendwie 8 oder 10 Shotgun-Shells zu kriegen, kann man viel, viel mehr 9mm Munition machen. Und im Endeffekt wird es dann für die hochkalibrige Munition, sag ich mal, für die großkalibrige Munition auch nicht viel teurer. Außer dass man mehr Powder braucht. Also von daher wäre es irgendwie, ich meine, Shotgun, klar, jeder hat gerne Shotgun, das verstehe ich schon. Ja. Aber sie ist nicht so richtig, okay. Wie soll man sagen, effektiv. Du bist ein weiser Mensch, Hamsen. Aber wenn ich dich in deiner Buddelei unterbrechen darf, schau mal zu unserem künstlichen Wäldchen. Nummer 1. Ja, ganz hoch wieder, warte. Bist du im Loch? Ich bin im Loch. Ja, dann komm mal raus auf unser Vordach, bitte. Ich komm. Ding, 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 ding. Ein Fahrstuhl wäre ganz nett hier. Und einen Timer hast du ja sicherlich auch angemacht. Nö. Ich nämlich nicht. Horde! Ach, immer wenn ich hochkomme, sagst du Horde. Undetected, duck dich weg. Ich bin auch undetected. Ich hab nur 34 Pfeile. Ich hab 96. Hat keinen Sinn. Die machen uns alles kaputt. Wo sind sie? Alter, voll viele. Ich gehe wieder auf den Ableger. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass unser Essen fertig gewachsen ist. Oh geil. Guck mal, die hauen ab. Aber die hier vorne nicht. Wo laufen die hin? Mann! Alter, ist ja gut verreckt hier in dem Teil, ne? Naja.
Ich treffe von hier gar nichts. Na los, ich hab mal stehen für sie. Ja, du machst das schon. Zu langsam. Die haben ja irgendwie eine sehr, sehr komische Wegfindung, ist so als ob sie... Ja, deshalb ist es unberechenbar, ich kann nicht wirklich auf die schießen. Naja, als ob sie noch irgendwie... Oh, da kommen ein paar zurück und verrecken. Letzten Endes müssen wir die nur hier so ein bisschen hin und her locken. Ja. Dann bringen die sich selbst um. Ah, da unten ist noch einer. Mich erwischt. Ja, hau mal drauf. Ja. Ich vertrau dir, Hamann, ich bleib hier stehen. Einer ist weg. Und der andere auch, ja. Super. Tippi. Ja, ich würde sagen, hier ist fertig, Essen ist fertig, ne? Ich würde sagen, ich ernte das und pflanze es sofort wieder ein. Mach das, ja. Was bringen die Blueberries? Kann man Blaubeerkuchen machen. Wenn wir Maismehl haben. Maismehl, Eier und Blaubeeren, glaube ich. Krasse Sache. So, jetzt erstmal Korn. Ich glaube, ich habe hier oben zu wenig Platz. Ja, das könnte knapp werden, ja. Ich habe jetzt 8. Bis jetzt 8 Kornsamen. Ja, ich... Naja, wird schon reichen. Ganz am Ende. So, was brennt hier? Ah, du machst Zement, das ist gut. Was wollte ich noch machen? Metall können wir noch mal machen. Blei, wir haben... Moment mal, wir haben keine Bleibarren mehr. What? So, haben wir keine Bleibarren mehr. Hansen! Ja? Ich bin ein Magier. Guck mal, wo ich den Mais gepflanzt habe. Hier. Zwei Stücke. So, und jetzt sag mal, ich bin nicht der geborene Farmer. Innenarchitekt und Farmer. Na, wenn das mal gut geht. Hm. Mir auch nicht sicher. Nicht, dass der runterfällt. So, Kaffee. Kaffeehaag. Ach, so ein Muckefuck. Ja, nichtsdestotrotz, nächsten Tag müssen wir jetzt ja hier auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Rohstoffe besorgen. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der alten Mine. Oh, da liegen übrigens noch 85 Federn drin und 75 Steine. Wo? Hier in der Pappbox. Pappbox? Ja, könntest du dir vielleicht ein paar von machen. Hab ich gerade geguckt, komisch. Ja, werde ich natürlich auf jeden Fall machen. So, 240 Bullets fertig. Ich mache mal hier so ein paar Cinderblocks. Klein, meine ich. Soll ich dir mal Holz hier in die Kiste legen? Ich habe ja noch... Ich lege dir mal 64 Woodlocks rein. Dann kannst du schon mal, ich weiß nicht, irgendwelche Spitzen irgendwas machen. Ich wollte eigentlich erstmal aufbrechen. Noch zu einer kleinen Tour. Eine Tour möchtest du machen? Ja. Ja, warte. Dann nehme ich hier meine Kanüle. Das ist jetzt gefährlich. Und dann komme ich nämlich mit. Ich bin voll der Draufgänger. Moment. So, die möchte ich mitnehmen. Nämlich lasse ich da auch nochmal die Hälfte da. Das. So. So, das brauche ich auch. Leitern brauche ich eigentlich nicht und so viel Steine brauche ich eigentlich auch nicht. So, Steine bleiben hier. Moment, einen Happen muss ich noch essen. Das nimmt hier. Gut, ich mach mal hier. Wo ist denn jetzt? Auch hier bleiben. Wo habe ich denn jetzt die Munition?
mal in der Waffenkiste, ne? Nee, ich hab doch gerade welche gemacht. Wo ist die? Ah, hier. Ich bin dumm. Ich hab die rausgetan. Da nehme ich nicht alles mit. Dann nehme ich nur die Hälfte mit. Ja, 120 sollten ja alle mal schicken. So. Dann, Moment. Ein. So, wohin wolltest du? Ich tippe mal, ich wollte Richtung Wald, wäre. Essen und ja, so. Ja, da genau, erstens. Ich wollte das Stückchen abgehen und ich wollte da zu den Häusern, bei denen wir mal vor langer Zeit mal waren. Direkt hier unsere Nachbarhäuser? Nee, eigentlich ein bisschen weiter. Weißt du noch, in der einen Folge sind wir nochmal auf diese drei Häuser da unten quasi gestoßen. Ich guck gerade, aber die sind ja schweineweit weg. Ja, das ist schon ein Stück, aber wenn wir so früh losgehen, sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde in die andere Richtung gehen haben. Okay. Eventuell sind ja noch Häuser näher dran. Ich gehe da nach Nordwesten. Da ist die Straße noch unentdeckt. Da waren wir noch nicht. Meinst du in diese ganz andere Richtung mal auch der Straße lang, ja? Ja. Also quasi Nordwesten. Da. Ja, ich laufe nach Nordwesten. Ich mache auch jetzt hier die Tür zu. Ja, können wir auch machen. Auch. Natürlich. Ja, aber meinst du, wollen wir Einzelausflug machen oder wollen wir Doppelausflug machen? Praktisch wäre natürlich, wenn wir da auch was stoßen, dann können wir uns das immer aufteilen vom Aufnehmen her, weißt du? Ja, also ich würde gerne auch mal erstmal hier die Gegend erkunden. Gut, dann machen wir das. Ey, der Saloon, der ist tot gewachsen. Sieht aus wie Peter Pans Baumhaus. Ja, wo ist denn hier der Zombie? Da vorne, so. Ja, oh, zwei. Warte mal, eben ein paar Pfeile machen. Also ich weiß nicht warum, aber ich finde, warte mal, lass mich mal probieren. Ja, oh, geht. Ich finde, ja, die Armbrust ist einfach super. Die Armbrust ist auch super, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie immer schnell weg. Hase, 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 Hase. Ach, nicht erwischt. Wissu, Sau, ich schneide ihm den Weg ab, komm. Yes! Hey, was? Hast du das gesehen aus der Hüfte? Nee, ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur gehört. Da sind noch mal ein paar Wetten drin. Eins. Ein Hasenfleisch. Ja. So, ich bin so doof, ne? Ich hab noch gesagt, Klausschuße. Ich hab noch gesagt, esse ich doch noch mal was, bevor wir gehen. Habe ich was gegessen? Nö. Ich hab mir drei Fleisch extra mitgenommen. Ist egal, ich habe hier noch ein bisschen Juckersaft und wenn die Gläser leer sind, mache ich mir mehr Juckersaft und so halte ich mich schon über Wasser. Das kann die. Stimmt, ich kann auch unterwegs mal Jucker essen. Ja, dieses olle Holz hier nehme ich aber trotzdem mit, ne? Ja, ich mache das auch. Moment, Tasche? Da ist schon gelootet. Oh, hier ist eine Menge Jucker. Mhm. Ich muss auch mal ein paar Vogelnester wieder geben. Ach. Da haben wir es auch schon, wenn man vom Vogelnest spricht. Mann, ey, das ist so abgehackt gerade hier. Eine Kakteen. Ah, da kommen ein paar Zombie-Luide auf dich zu. Ich kann, also es ist sehr, sehr schwer hier über Kim und Korn zu zielen, weil du echt, weil dir sehr viel im Weg ist. Bei der Knarre jetzt. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich werde gerochen gerade. Ich auch, ja. Nein. Ja, jetzt treffe ich erstmal einen dritten, ey. Besonders leise sind wir natürlich jetzt auch gerade, ne?
Vogelnest. 15. Also wo ein Vogelnest... Oh, ich schieße auf das Vogelnest. Wo ein Vogelnest ist, sind ja oft zwei. Und eine Sporttasche. Bisschen was zu essen. Da hinten sieht es noch am anderen Biom aus. Das wäre geil. Stell dir mal vor, am Wüstenbiom direkt ein Schneebiom. Ja, cool. Warte mal, den Club schmeiß ich weg. In the Club. Ne, ich steig dann jetzt auch mal wieder auf Dings um. Die leise Waffe. Und die Aloe nehme ich auch nicht mit. Ich bin auch auf die ganz leise und so eine sparsame Keule wieder umgestiegen. Sparkeule, ja. Ach, das ist doch gut. Ja, ich möchte das im Moment nicht, weil es bei mir echt arg laggt. Ja, nun ist es auch nicht. Hase, Hase, Hase. Hast du schwer gesehen. Nee, sind nur ein paar Bäume gewesen. Hinter dir. Hinter dir. Ja, ich wollte den Hasen eigentlich erschießen. Munitionverschwender. Moment. Nein. Ich tippe immer was rein im Crafting-Menü, das ist nicht gut. Und was nützliches? Nee, Hosen und so. Oder oh, Holz. Hier ist Schläge. Einer. Hier ist einer, der hängt. Ah, hier kommt er rauf. Man hat hier oft Glück, dass Hirsche und so hier hängen bleiben. Im Wasser? Ja, hier so an diesen Ufern. Ich finde hier Pillen ohne Ende hier. Ups, nee. Hm. Ach, ich wollte mir auch mal ein bisschen Juckersaft machen. Ja, da müsste man echt mal gucken, ob man den irgendwie anpflanzen kann. Ich meine, wir haben genug hier, aber auch der geht uns irgendwann aus. So, ich gehe mal hier rechts auf den... Oh, ich bin über den Kaktus schon wieder gelaufen. Ich gehe mal auf diesen Scheißberg hier. Ich suche eigentlich Vogelnässe. Puh. Und am besten in größeren Mengen. Ich habe wieder 100 Federn. Ja, da habe ich auch schon angesagt. 20 aber nur. Also an die Säcke gehst du auch nicht, ne? Ne, nur an die Popkartons. Ist da besser ja, nur drin? Die erinnern mich immer so sehr an Restmüll. Dann mag ich manchmal nicht reingucken. Da ist auch kein Nest. Das hab ich auch gar nicht mehr getrackt irgendwie wohl. Ja, ich glaube, man muss sie ja immer wieder befreunden. Aber wundert euch nicht, liebe Zuschauer, dass wir jetzt hier nicht alles akribisch leer looten. Ist ja auch ein bisschen so ein Erkundungstool. Wir wollen ja sehen, ob es hier noch was gibt. Und wir laufen ja hier genug Bögen, um Loot abzugreifen. So ist das ja nicht. Aber es gibt immer mehr. Ja.
Genau, so ein Hausung. Behausung wird mich doch noch. Oh, da hinten ist ein Haus. Yes. Da hinten oh ist ein ja. Haus. Warte, stopp, stopp noch mal. Da mache ich aber mir vorher noch mal ein bisschen Zeug. Mach mal, ich suche hier auch noch mal. Ich hab gar nicht genügend Steine mitgenommen, okay. Hast du diese kleinen Lead Fish Weights? Nee, noch gar keins. Sonst hätte ich die irgendwie zusammengepackt. Hast du diese Trophäen, diese goldenen? Nee, ich habe überhaupt keinen Brass, nein. Okay. Ja, Straße bleiben? Ich würde sagen, ne? Da drüben geht nämlich eine Biege ab. Jo. Sind wir in der Zeit? Schau mal. Ja, 3 Minuten. Ja, ich befürchte nämlich, der eigentliche Stadtbesuch findet erst in der nächsten Episode statt. Das ist so meine Befürchtung. Wir können das auch so tun, ja? Sind wir im Kreis gelaufen? Ich guck mal. Nein, eigentlich nicht. Nee, der war ja eigentlich auch als Scherz gemeint, aber das sieht, das ist unser Haus. Ja, das sieht genauso aus, ne? Das sieht aus wie unsere Stadt spiegelverkehrt. Da können wir ja von hier einen Tunnel zu unserer Stadt bauen. Oh ja, das Wow, gespawnt. Vor meiner Fresse gespawnt. What? Da war eine unsichtbare Wand. Ah, immer ist nicht logisch hier. Ich nehme nicht alles mit. Ich nehme Müssen wir mal eine Pause machen? Ja. Guck mal da oben auf dem Vordach. Was ist da? Alter, ein gefangenes Kaninchen, Digga. Ich würde sagen, knall das Kaninchen ab und wir lassen die Zombies hier die Tür für uns öffnen, ja? Ja, okay. Da brauchen wir keine Arbeit machen. Und in der Zwischenzeit craft ich mir noch ein paar Pfeile. Oh, hier auch mal welche gespawnt. Ja, also ich würde auch sagen, wir machen. Moment. Nein, das Kaninchen ist runtergelöst. Nein! Hinter dir, Hansen, hinter dir. Das Kaninchen. Mein Aim ist weg. In die Eier. Wunderbar. Ich versuch dich nicht zu treffen, okay? Sehr freundlich, ja. Ich durchsuche hier mal schnell. Hast du schon Brass gemacht? Also Nein, ich habe nur eine Trophäe. Gut, weil jetzt habe ich nämlich auch welche gefunden. Da ist ein Fettsack. Komm her. Oh, hier ist ein Benzinfass. Ah, ist so tief. Benzinfass habe ich lieber zur Sicherheit mal schnell eingesammelt. Jo. Ist korrekt. Oh, Munition. Noch ein Benzinfass. So, ich geh jetzt hier rein. Ja, wie sagst du, Folge Ende? Warte, erst mit einem Headshot hier. Ja, jetzt ist die Folge zu Ende, würde ich sagen. Ich danke fürs Zuschauen und in der nächsten Episode werden der Hamsun und ich dieses arme Dorf mal leer looten. Bis auf die Grundmauern. So sieht das aus. Gut. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.